Wow, was für ein kraftvolles Lied. Danke euch. Und ihr singt heute total laut. Wisst ihr das? Ihr flattern die Hosen hier vorne.
Ja, jetzt dürfen wir ganz herzlich die Online-Gemeinde begrüßen. Ihr seid zugeschaltet. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mitmacht heute bei uns. Heute im Gottesdienst und in der Predigt wird es um ein Thema gehen, das unseren Alltag prägt, ihn durchzieht, ihn durchdringt, wo jeder mitreden kann. Es ist das Thema Arbeit. Jetzt kann man Arbeit natürlich ganz unterschiedlich definieren und sehen. Ja, jeder von uns hat da wahrscheinlich seine eigene Definition. Da gibt es, schau mal, ist das hier, ein Physiker. Ein Physiker würde Arbeit wahrscheinlich definieren als, naja, das ist einfach die Energiemenge, die ich benötige, um zum Beispiel einen Gegenstand von A nach B zu transportieren. Ja, dann gibt es zum Beispiel den Volkswirt, der würde sagen, ja, das ist einfach eine Ressource, das kommt zum Schluss das Bruttoinlandsprodukt dabei raus. Dann Philosoph, das muss ich jetzt ablesen. Für einen Philosophen wäre Arbeit eine schöpferische Auseinandersetzung. Ja. Dann gibt es bestimmt ganz viele Berufsgruppen, da ist das wahrscheinlich noch gar nicht empirisch erforscht. Die kennen Arbeit vielleicht noch gar nicht so genau. Ich sage jetzt aber nicht, welche das sind. Ja, auch junge Menschen arbeiten schon, Schüler, Studenten, ja, die Klassenarbeit, auf die man sich vorbereitet, die Klausur. Die Schulaufgabe ist Arbeit. Für einen Künstler ist Arbeit ein Werk, was entsteht. Es ist ein Gemälde, eine Komposition ist Arbeit. Dann für meine Frau, die hat noch so eine räumliche Dimension bei mir entdeckt. Ich arbeite viel im Homeoffice. Also ich arbeite im Homeoffice. Und so nach 2-3 Tagen sagt sie dann immer zu mir, wann gehst denn du eigentlich mal wieder in die Arbeit? Ja. Genau. Ich zitiere kurz Loriot. Kennt ihr dieses Gedicht? Ne? Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Das steckt wahrscheinlich dahinter. Genau, und dann jetzt muss ich noch kurz eine kleine Anekdote erzählen. Johannes, das ist jetzt nicht abgestimmt. Wir haben die Woche mal telefoniert und haben so über den Gottesdienst geredet, ja, wie wir das so machen wollen. Und es ist mir dann erst hinterher eigentlich klar geworden, da sagte er zu mir, ich nehme am Freitag frei, ich arbeite nicht, weil ich da die Predigt vorbereite. Was für eine Aussage, oder? Wenn Predigt vorbereiten keine Arbeit ist, was ist dann Arbeiten? Aber hallo, ich bin so heilfroh, dass ich nicht predigen muss. Also von daher, ich freue mich schon auf deine Predigt. So, gearbeitet hat auch der Manfred hier neben mir und der Mustafa. Und ihr werdet jetzt einen Liedvortrag uns geben. Und es ist eine Eigenkomposition, muss man dazu sagen. Vielen Dank, wir sind sehr gespannt. Ich bin kein Philosoph, aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich würde gerne vor dem Lied einen Anstoß zum Nachdenken geben. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das Thema ist Krieg, also es ist kein Unterhaltungslied jetzt. Und ich habe für mich festgestellt, es gibt bei uns in der Gesellschaft zwei so Strömungen. Die eine ist Frieden schaffen ohne Waffen und die andere Frieden schaffen mit Waffen oder durch Waffen. Und mein Anstoß ist, an euch mal drüber nachzudenken, also egal, ob du das eine oder das andere favorisierst, überall gibt es einen Preis zu zahlen und überall gibt es Sieger und Verlierer. Und egal wie es ausgeht, wir brauchen auf jeden Fall Jesus Christus. Das ist mir dadurch deutlich geworden und ihm will ich die Ehre geben. Musstest du sterben? Wo ist das Ende der Welt? Das Ende der Welt.
schlagen sich Mütter von russischen Soldaten. Das fragen sich Mütter von israelischen Soldaten. Das fragen sich Mütter von Palästinensern. Denn er nahm am Kreuz unsere Schuld. Unsere Schuld. Hey, yeah, 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 yeah. Denn er nahm am Kreuz unsere Schuld, 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 Schuld. Hey, yeah, yeah, yeah. Unter die Schuld. Denn er nahm ins Kreuz unter die Schuld. Denn er nahm ins Kreuz unter die Schuld. Ja, ich will das Thema des Liedes aufgreifen und für die Krisenherde in dieser Welt beten. Ja, lieber Herr Jesus, wenn wir die Nachrichten sehen, sind wir immer wieder erschrocken über diese Gewalt in dieser Welt und über das viele Leid, was da geschieht. Und das wollen wir dir jetzt bringen und dich ganz herzlich bitten, Herr, dass du da handelst, dass du da Frieden schaffst. Ja, wir beten für die Ukraine, für den Krieg dort oder gegen den Krieg, gegen das Leid, was da entsteht. Natürlich für Palästina, für viele andere Krisengebiete, von denen wir wahrscheinlich gar nichts wissen, gar nichts erfahren. Wir bitten dich für die verfolgten Christen weltweit, dass du sie tröstest und stärkst. Ja, lieber Jesus, erbarme dich über deine Menschen und bewege doch bitte das Herz der Menschen, die der Verantwortung tragen. Beende bitte das Leid, tröste die Menschen und schaffe Frieden. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied von Peter Strauch. Und da heißt es: In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Dafür erbitten wir Segen.
Ich lese Psalm 128. So segnet Gott, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinen Geboten richtet. Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Wie glücklich du sein kannst, es ist gut um dich bestellt. Da ist eine Frau in deinem Haus, sie gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Da sind die Kinder um deinen Tisch, zahlreich wie frische Ölbaumtriebe. So segnet der Herr den Mann, der ihn achtet und ehrt. Der Herr segne dich, der auf dem Zionsberg wohnt. Solange du lebst, sollst du sehen, dass es Jerusalem gut geht. Und auch die Kinder deiner Kinder sollst du sehen. Glück und Frieden komme über Israel. Ja, auch im nächsten Lied wird gesagt, wer den Herrn achtet und ehrt, der stellt ihn damit in den Mittelpunkt. Und das wollen wir im nächsten Lied bekennen. Es heißt Mittelpunkt. Und während dem Lied dürfen die Kinder in ihre eigenen Gottesdienste gehen. Und danach wollen wir auf die Predigt hören.
Ja, liebe Gemeinde, heute geht es um die Arbeit. Heute geht es um die Arbeit und ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie jetzt an Arbeit denken, ob das jetzt mehr so ausschaut bei Ihnen oder mehr so. Ich muss interessanterweise an meine Familie denken. Ich finde meine Vorstellung von der Familie sehr, von der Arbeit ist sehr von meiner Familie geprägt. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal in mein Familienalbum am Anfang. Was finde ich denn da für Bilder? Ist vielleicht auch ganz interessant, so von der Geschichte her, was Arbeit früher so war. Meine Mutter stammt von einem Bauernhof. Und da gibt es folgende Bilder, die sind ungefähr 80 Jahre alt. Wir sehen hier einige Leute beim Heu machen. Ja, da links noch ein Pferdegespann. Man sieht, es war gar nicht so ärmlich mit Pferden. Harte Arbeit im Sommer. Weiß nicht, wer schon mal Heu gemacht hat von Ihnen? Ja, doch, ein paar. Ja. Dann hier Kartoffelglauben. Kartoffelglauben, wichtige Sache. Ich weiß gar nicht, ohne die Kartoffel wäre unser Land gar nicht so weit gekommen. Dann hier Putzen, das ist irgendwie noch gleich. Hat sich am wenigsten geändert. Meine Oma ganz links, unten im Bild. Dann eine Tätigkeit, die viel mit Tieren zu tun hatte. Ja, meine Oma hier mit einem Ochsengespann. Mir ist aufgefallen, also ich habe mit Tieren eigentlich nur zu tun, wenn ich in eine Hundekacke steige. Ich habe eigentlich, das ist ein ganz anderes Leben gewesen. Also sehr viel mit Tieren. Und auch dieses Bild hier vielleicht heute gar nicht mehr so, sieht man gar nicht mehr so gern. Der Schlachttag, plötzlich gibt es genug zu essen. Ja, ordentliche Blutwurst oder ein Bressack. Und man kann sich mal satt essen. Ja. Eine Welt, in der hart und körperlich gearbeitet worden ist, ja, um zu überleben. Eine Welt, die wir heute vielleicht eher romantisch sehen. Man war nah an der Natur, man hat zusammengearbeitet. Für jeden war irgendwo ein Platz, ja, auch für die Alten, die haben noch Kartoffel geschält oder so. Aber gleichzeitig war es natürlich ein hartes Leben, ja, ein Leben, das fast nur Arbeit gekannt hat. Ein Leben, in dem man ums Überleben kämpfen musste und man hatte ganz wenig Möglichkeiten zur Selbstgestaltung. Also das Leben war im Prinzip festgelegt von Anfang an. Das ist eindeutig. Dann, mein Vater kommt aus der Stadt. Das ist die Lehre meines Urgroßvaters, mein Urgroßvater unten links im Bild, in der Fabriklehre in den 20er Jahren. Wir denken an Inflation, wir denken an Arbeitslosigkeit, an Not. Auch hier viel harte Arbeit, 60-Stunden-Woche war normal. Der Kampf weniger gegen die Natur, mehr so in der Industrie- und Massengesellschaft seinen Platz finden, Arbeit finden, überleben. Und das sind so die zwei Richtungen, wo wir herkommen in unserem Land. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann natürlich sehr, sehr viel zum Guten gewendet. Da war der Marshallplan, da war die soziale Marktwirtschaft, ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung. Eine große soziale Absicherung, unser Überleben ist gar nicht mehr so die Frage. Wir haben keine Angst mehr, dass wir verhungern müssen. Es gibt sehr viele gute Regeln und Rechte für die Arbeitnehmer. Und heute sieht die Arbeit ganz anders aus. Ich habe jetzt mal, das ist noch mein Opa auf der Werkbank, an der Werkbank nach dem Krieg. Wie sieht denn das heute aus? Das ist mein Arbeitsplatz. So sieht es bei mir aus. Computer, Tastatur. Das Bild ist allerdings auch schon wieder historisch. Ich habe gar kein Telefon. Seit Corona ist alles nur noch WebEx. Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ja, wir haben eine Arbeit, wo wir unser Geld verdienen, unsere Erwerbsarbeit. Dann gibt es natürlich Hausarbeit, Wäsche aufhängen, abspülen. Und auch Gartenarbeit. Bin ich am letzten Samstag bei meinen Eltern im Garten. Gibt es auch. Es gibt auch ehrenamtliche Arbeit, also Predigen, tut mir leid, dass ich das so doof gesagt habe, Predigt vorbereiten ist natürlich Arbeit. ja, wir wollen uns heute mal anschauen, was die Bibel zur Arbeit sagt und da beten wir noch dafür. Vater im Himmel, du siehst, wo jeder bei uns in der Arbeit steht, ob er eine Arbeit hat oder arbeitslos ist oder vielleicht schon Rentner oder noch Schüler. Ich bitte dich für diese Predigt, dass wir von deinem Wort her, dass jeder was lernen und mitnehmen kann und dass du zu uns sprichst. Amen. Ich habe viele kleine Predigten heute, 7 Stück. Das erste ist, die Arbeit ist Gottes guter Auftrag für uns. Und die Bibel hat nämlich ein sehr positives Bild von der Arbeit. Und das geht damit los, dass Gott selbst arbeitet.
Gott erschafft die Welt in 6 Tagen und dann ruht er sich aus von dieser Arbeit. Und Gott arbeitet auch heute noch, das sagt Jesus, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Und Sie können mal in der Bibel, beim Bibellesen darauf achten, was Gott so alles macht. Manchmal schickt er einen Engel, aber meistens macht er alles selber. Wir haben einen arbeitenden, fleißigen Gott. Und dieser arbeitende Gott gibt jetzt im Paradies dem Menschen auch Arbeit. Da heißt im Paradies, Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Also der Mensch kriegt eine Aufgabe, den Garten bebauen und bewahren. Das Paradies ist kein Schlaraffenland, in dem alle da liegen und das Essen ihnen in den Mund fliegt. Und unter uns, das Schlaraffenland, ist auch kein Paradies. Wir sind als Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir haben die Arbeit mit ihm gemeinsam. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Gott und uns. Und deswegen ist die Arbeit ein Teil der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen. Und es entspricht dem Wesen, dass wir eine sinnvolle, unseren Gaben und unserer Leistungsfähigkeit angemessene Tätigkeit ausüben. So sind wir geschaffen. So hat uns Gott gemacht. Und die Arbeit ist selbstverständlich Teil unseres Lebens, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Das war natürlich früher auf den Bildern, die wir gesehen haben, so ein bisschen plastischer. Die auf dem Bauernhof haben alles produziert, was sie dann später essen mussten. Das war ein bisschen näher noch. Wir verdienen jetzt Geld, mit dem wir dann uns was kaufen können. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Wir bestreiten unseren Lebensinhalt. Und dann hat die Arbeit natürlich noch so was Sinnstiftendes. Sie ist natürlich nicht der letzte Sinn unseres Lebens oder sollte er nicht sein. Und trotzdem gibt es unserem Leben ein bisschen Sinn, Erfüllung, eine Struktur. Das merkt man spätestens dann, wenn man keine Arbeit mehr hat. Und auch die Menschen, ich kenne ein paar, die nicht mehr arbeiten müssten, weil sie genug Geld hätten, die arbeiten auch. Also die ich kennengelernt habe, die arbeiten auch, weil es ihrem Wesen entspricht. Aber das ist natürlich nur die eine Seite von der Arbeit. Es gibt den zweiten, und zwar, dass die Arbeit von der Sünde korrumpiert ist. Also korrumpiert, das Wort habe ich bewusst gewählt, weil es ist was Gutes, was durch die Sünde schlecht gemacht wurde. Oder zumindest schlechte Anteile hat jetzt. Und zwar ist es ja so im Paradies, der Mensch isst von der verbotenen Frucht und als Folge dieser Sünde, die Folge betrifft jetzt auch die Arbeit. Und das sagt Gott zum Menschen, daher soll der Erdboden deinetwillen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen, du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Also, die Arbeit selbst wird nicht verflucht. Sie ist weiter die gute Gabe Gottes, ähnlich wie vielleicht jetzt Beziehungen wie Ehe, wird ja auch nicht die Ehe verflucht, aber die Sünde korrumpiert es. Und das bedeutet, dass die Arbeit gleichzeitig das Gute hat, was Gott uns reingelegt hat. Das erleben wir ja auch, dass wir was schaffen, dass wir fröhlich, stolz sind auf das, was wir gemacht haben, so richtig wie im Paradies vielleicht. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Sünde da. Ja? Die Arbeit kann mühsam sein, die kann Schweiß kosten, kann eine Plagerei sein, kann eine Tretmühle sein. Und es ist fast gar nicht so das Schlimmste. Das Schlimmste, was hier in diesem Bibeltext eigentlich so vorkommt, ist, dass die Arbeit vergeblich sein kann. Die Arbeit kann in Misserfolg enden. Und das ist eigentlich das Schlimmste an dieser Sünde. Man müht sich ab, man strampelt, man kämpft und die Arbeit misslingt. Der verdiente Lohn der Arbeit bleibt aus. Und es ist auch so, dass wir dieses Gelingen der Arbeit nicht unbedingt mehr so voll in der Hand haben. Es gibt hier den ganz wichtigen Bibelvers, wenn nicht der Herr das Haus baut, nützt es nichts, dass sich die Bauleute anstrengen. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, nützt es nichts, dass der Wächter wachsam bleibt. Und natürlich wirkt sich auch die Sünde in den Beziehungen aus, die mit der Arbeit zusammenhängen. Das erleben wir in der Arbeit. Also,
Zum Beispiel im Verhältnis zum Chef, zu dem Arbeitskollegen, zu den anderen Mitarbeitern. Es gibt Streit, es gibt Neid. Es gibt alle die Dinge, die die Sünde so mit sich bringt. Und deswegen ist natürlich die Arbeit für uns Christen, ja, da gibt sich viele Spannungsfelder, tun sich da auf. Ja, viele Spannungsfelder und viele auch Bewährungsfelder. Dass wir der Arbeit den richtigen Stellenwert im Leben geben, werde ich jetzt noch einiges dazu sagen. Ja, dass wir im Umgang mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, ja, Jesu Liebe leben, Vergebung leben und ja, einfach diesen Lebensbereich mit der Hilfe des Heiligen Geistes und mit seiner Kraft gestalten. Und das ist mein erster Punkt, Gott ehren mit ordentlicher Arbeit. Gott ehren mit ordentlicher Arbeit. Ich fange mal an damit, dass wir arbeiten sollen. Ist hier ein Bibeltext, wo Paulus sagt, denn als wir bei euch waren, haben wir angeordnet, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass einige von euch ihr geregeltes Leben aufgegeben haben. Statt zu arbeiten, gehen sie nutzlosen Beschäftigungen nach. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir sie nachdrücklich auf. Sie sollen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen und Brot essen, das sie selbst verdient haben. Wichtig, es geht hier natürlich nicht, es geht nicht um alte, kranke, Behinderte oder Menschen, die gegen ihren Willen arbeitslos sind. Um die geht es nicht. Und es ist sicherlich auch nicht damit gemeint, dass sich jetzt ein Ehepaar die Arbeit aufteilt. Ja, dass der eine Partner daheim vielleicht auf die Kinder aufpasst und da alles managt und der andere das Geld verdient. Es geht hier um Menschen, die arbeiten könnten, aber stattdessen auf Kosten anderer leben. Um die geht's. Also wenn du gesundheitlich und vom Alter her in der Lage bist zu arbeiten, dann ist es eindeutig Gottes Auftrag an dich, dass du eine deinen Gaben und deiner Leistungsfähigkeit entsprechende Arbeit suchst und deinen Lebensunterhalt selbst bestreitest. Das ist Gottes Auftrag. Das ist ganz eindeutig. Und möchte mich zu diesem Thema speziell an Jugendliche und junge Erwachsene wenden, weil ich immer mehr junge Menschen kenne, tatsächlich, die nichts mehr machen, also keine Ausbildung und keine Arbeit. Es sind immer mehr, die ich kenne. Das ist vielleicht auch so eine Blüte unseres Wohlstands und der sozialen Absicherung. Du musst in unserem Land nicht mehr mit 13 Jahren als Magd oder als Knecht am Bauernhof arbeiten, so wie wir es auf den Bildern hier gesehen haben. Und du musst in unserem Land auch nicht mehr mit 13 in die Fabrik wie mein Urgroßvater und dich ablacken, 60 Stunden die Woche. Und das ist gut. Das ist gut, dass wir in unserem Land eine Kindheit haben. Es ist gut, dass wir in unserem Land eine Jugend haben. Und es ist gut, dass man viele Dinge lernen, ausprobieren kann und sich selbst kennenlernen kann. Aber ein Ziel dieser Zeit ist es, dass du am Ende einen Beruf ergreifst, der deinen Gaben und deiner Leistungsfähigkeit entspricht und damit selbst deinen Lebensunterhalt bestreitest. Und ich gehe noch weiter. Da gehört auch dazu, und es ist deine Aufgabe, was für die Allgemeinheit abzugeben, in Form von Steuern und Sozialabgaben. Ja? Für das viele, viele Gute, was Gott in dein Leben gelegt hat, was deine Eltern, was die Gesellschaft in dich investiert hat. Wir leben in einem Sozialstaat, und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber der Sozialstaat funktioniert so, dass die stark sind, die arbeiten können, arbeiten. Und dass sie denen was abgeben, die schwach sind. So funktioniert der Sozialstaat. Und wenn die stark sind, aufhören zu arbeiten, das ist fatal. Darum, liebe junge Geschwister, genießt eure Jugend, die Ausbildung und nutzt es aus und probiert euch aus, ja, und wenn du merkst, ich bin im falschen Beruf, man kann immer noch wechseln, alles gut, kann man vielleicht auch noch zweimal, ja, aber mach das Beste draus, lern so viel du kannst und hab das Ziel vor Augen, einen Beruf zu ergreifen, von dem du dann deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und such dir auch, das ist jetzt eine persönliche Meinung, such dir einen Beruf, den man brauchen kann. Also, ich habe das leider schon oft erlebt. Dann frage ich, unterhalte mich, was studierst denn du? Ja. Und dann frage ich, was willst du denn damit arbeiten? Und dann sind die Leute beleidigt und sagen, was für eine blöde Frage. Ich interessiere mich halt für Altassyriologie und mir macht mein Studium Spaß. Und
Was nützt dir das schönste Studium, wenn du hinterher damit keine Arbeit findest? Das Ziel von der Ausbildung, von diesem langen Ausbildung, die wir oft machen, ja, bis 20, 25, 30 Jahren, ist, dass du hinterher einen Beruf ergreifen kannst und deinen Lebensunterhalt damit bestreiten kannst. Und unter uns, ich habe einen Beruf, den man sehr gut gebrauchen kann und der gefragt ist. Und das macht das Leben viel, viel leichter. Es ist einfach viel, viel leichter, wenn du 3 Bewerbungen schreibst und du hast 2 Zusagen, als wenn du 50 schreibst und hast 50 Absagen. Und du musst dann mutig die 51. schreiben und zuversichtlich in das Bewerbungsgespräch gehen mit 50 Absagen im Hintergrund. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und viele Jobs, die vielleicht von außen so ein bisschen sozial ausschauen, sind hinterher ganz schön hart. Ja, also das Leben, wenn man zum Beispiel Schauspieler ist und am Theater arbeiten will oder an der Uni seine Karriere sucht, ist wesentlich härter als im Industriebetrieb, muss ich wirklich sagen. Also, das war jetzt persönliche Meinung, Ende. So, wenn wir arbeiten, wie sollen wir arbeiten? Wie sollen wir arbeiten? Ihr Sklaven, gehorcht in allen den Herrn dieser Welt. Tu das nicht, um gesehen zu werden und den Menschen zu gefallen. Tu das vielmehr aus ehrlicher Überzeugung und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Was immer ihr tut, das tut von Herzen. Tut es für den Herrn und nicht für die Menschen. Und seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das Erbe als Lohn bekommt. Also, der Herr Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Sünden dir vergibt, dass du sein geliebtes Kind bist und dass zum Ende die Ewigkeit auf dich wartet. Darum lebt doch hier auf dieser Erde zu Gottes Ehre. Ja, aus Dankbarkeit, aus Lob für Gott. Und lieblos gemachte Arbeit, Arbeit nur um gesehen zu werden, nur um der Karriere willen, das ehrt Gott nicht, steht hier. Darum schau, dass du als Christ deine Arbeit ordentlich und gut ausführst, auch dann, wenn dich keiner sieht. Ja, heute ist es ein bisschen anders, oder heißt es zu Gutes und red viel darüber. Nein, Gott sagt, mach die Arbeit gut, auch dann, wenn es keiner sieht. Auch wenn es der Karriere nichts bringt, auch dann, wenn es mühsam ist. Und das macht Gott Ehre. Das kann man natürlich auch übertreiben. Nicht jede kleine Falte in einem gemachten Bett ist gleich Zeichen von Kleinglauben. Das ist klar, kann man auch übertreiben. Aber die grundsätzliche Richtung ist deutlich. Wir sollen als Christen unsere Arbeit ordentlich und zur Ehre Gottes ausführen. Und wir wollen und sollen auch im Umgang mit Chefs, mit Arbeitskollegen, mit Untergebenen Gottes Liebe, Vergebung, ja, sein, weitergeben, ja, und da als Christen hineinstrahlen. Wir kommen zum 4., die Begrenzung der Arbeit. Gott will aber nicht, dass wir uns totarbeiten. Gott will nicht, dass wir uns totarbeiten. Er gibt einen Wechsel vor von Arbeit, Ruhe und Feiern. Es geht damit los, dass sich Gott selbst ausruht. Ist ja spannend. Glaubt man gar nicht, ne, dass Gott das nötig hat. Gott ruht sich selber aus. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Und in den 10 Geboten ist extra ein Gebot, das Sabbat, das für uns jetzt das Sonntag, da heißt es, halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Also Gott begrenzt die Arbeit so, dass er ein eigenes Gebot dafür übrig hat und es sagt, wir sollen arbeiten, 6 Tage. Und dann braucht ihr Ruhe. Und nicht nur ihr, sondern auch. Ja, alle in deinem Sohn, Tochter, der Ausländer, der bei dir lebt, alle kriegen diese Ruhe. Auch der Sklave und die Sklavin. Wahnsinn, ja? Und es war zur Zeit des Neuen Testamentes sehr wichtig. Und im Neuen Testament ist es ein bisschen so verrutscht in der Zeit, dass die Leute das sehr gesetzlich gelebt haben. Und deswegen ist es so, dass im Neuen Testament alle Bibelstellen zum Sabbat eher, sagen wir mal, diese gesetzliche Praxis bekämpfen.
Zum Beispiel sagt Jesus hier, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Und wir feiern ja inzwischen den Sonntag als Tag des Herrn. Das ist unser freier Tag als Christen. Und wir haben sehr starke christliche Wurzeln in der Gesellschaft. Und darum ist ja der Sonntag besonders geschützt bei uns. Und ich finde es ein unglaubliches Privileg. Im Römischen Reich mussten die Christen am Sonntag früh vor der Arbeit noch in den Gottesdienst gehen. Bei uns ist das ein bisschen entspannter. Aber die Frage ist schon für uns, wie wollen wir mit dem Sonntag umgehen? Und ich denke, dieser Satz von Jesus ist doch da eine ganz wichtige Richtung, die er uns vorgibt. Der Sonntag ist für den Menschen da. Gott schenkt uns einen Tag, an dem wir nicht arbeiten müssen. Gott sagt, wir brauchen Ruhe. Wir können nicht pausenlos durchochsen, Tag für Tag. Und darum will ich uns einladen, dass wir das ernst nehmen. Dass wir Gott auch in diesem Punkt mal ernst nehmen. Und es geht nicht um eine starre gesetzliche Regel. Das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, dass wir diesen Sonntag gut gestalten. Ja? Als Tag des Herrn, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir für Gott Zeit haben. Als Ruhetag, dass wir uns bewusst fragen, was entspannt mich denn? Und ich würde so weit gehen, wenn dich die Gartenarbeit entspannt, weil du den ganzen Tag im Büro hockst, kannst ja du am Sonntag im Garten arbeiten. Wenn es dich entspannt. Wenn das für dich der Entschluss ist, das entspannt mich. Naja. Auch als Familie, dass wir uns fragen, wie können wir als Familie diesen Tag gut gestalten? Können die Kinder die Hausaufgabe schon am Freitag machen? Dass der Sonntag frei ist, dass man am Sonntag nicht plötzlich um 16 Uhr feststellen, Mist, da war noch was. Ja. Vielleicht kann man, ich habe mir für dieses am Donnerstagabend einen Termin jetzt in den Kalender gesetzt, so einen regelmäßigen Termin, Sonntag planen. Gelingt auch immer wieder. Ich finde auf jeden Fall den Sonntag super. Ich finde es super. Ich freue mich, wenn ich am Sonntag sehe, wie die Familien Fahrradtouren machen, wie sie spazieren gehen, wie sie ins Museum gehen, wie man einfach merkt, dieser Sonntag hat in unserem Land immer noch eine ganz wichtige Rolle. Die Leute nutzen das und das sollten wir als Christen natürlich ganz genauso machen. Und mir geht es so, ich habe immer sehr, sehr viele Pläne und viel, was ich noch machen müsste und tun könnte. Dann neudeutsch würde man sagen, ich habe eine Wahnsinns-Bucketlist. Ja, die ist riesig bei mir. Und das nervt mich, dass ich das irgendwie, dass immer noch so viel zu tun ist. Und ich schaffe das alles nicht. Und am Sonntag kann ich das mit gutem Gewissen nicht schaffen. Ja, am Sonntag, da muss ich nichts arbeiten, da muss ich nichts putzen, kann ich den Dreck mir anschauen, weil ich sage, heute ist Sonntag, den muss ich heute nicht wegputzen. Und das ist doch ein unglaubliches Geschenk. Lasst uns das doch leben. Es gibt noch eine weitere Grenze der Arbeit, ich muss jetzt schauen. Die Arbeit darf uns nicht zum Gott werden. Ja, die darf uns nicht zum Gott werden, indem wir uns darauf verlassen, ja, indem wir sagen, naja, ich bin ja so ein guter Arbeiter, das ist die Lebensgrundlage von mir, ja, sondern dass wir uns immer bewusst machen, denken wir an den reichen Kornbauern, unser Leben ist in Gottes Hand. Mein Leben ist nicht deswegen, gelingt nicht deswegen, weil ich so einen guten Job habe. Das ist das eine. Und das andere ist, sie darf uns nicht zum Gott werden, indem sie uns zu wichtig ist. Die Arbeit kann, wie viele Dinge in unserem Leben, eine göttliche Rolle einnehmen. Ja, dass die Karriere über Gott steht. Das ist schlecht. Ja, sie soll uns nicht gefangen nehmen. Sie soll auch letztlich, soll unser Selbstwert nicht an der Arbeit hängen und unser Lebenssinn. Also ich sage mal, so ein grenzenloses Karrierestreben, so ein immer alles für die Arbeit, das ist sicher nicht im Sinne Gottes. Das passt irgendwo nicht zum Leben mit Jesus. Darum, liebe Geschwister, und jetzt hören bitte nur die zu viel arbeiten, die Fleißigen unter uns, macht nicht so viele Überstunden, sondern geht irgendwann mal auch heim. Lasst am Sonntag den Laptop aus. Du kannst morgen früh immer noch deine E-Mails lesen um 8. Verbringt die Zeit mit Dingen, die euch entspannen. Verbringt auch Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden. Die besuchen euch vielleicht im Altersheim, euer Chef wahrscheinlich nicht. Und nehmt euch Zeit für euren Gott. Fünftens, die Arbeit, Berufung statt Selbstverwirklichung.
Wir bewerten heute Berufe sehr unterschiedlich. Ja, für die einen ist irgendwie der Beruf besser, wo man mehr Geld verdient. Die anderen sagen, der Beruf ist besser, der mehr Spaß macht. Wo ich mich immer frage, wieso das dann der dann Spaß macht und der dann nicht. Aber gut. Und Studieren ist sehr hoch im Kurs. Irgendwie die Ausbildung und Handwerk ist nicht mehr so hoch im Kurs. In der Bibel ist es anders. Die Bibel bewertet die unterschiedlichen Tätigkeiten nicht. Es gibt in der Bibel keine besseren und schlechteren Berufe. Ja, es ist vielmehr so, die Gottlosigkeit des Menschen entehrt irgendwie jeden Beruf. Und sag mal, Jesus, seine Vergebung, die heiligt fast jeden Beruf. Und der Ansatz in der Bibel ist mehr der, dass Gott uns mit verschiedenen Gaben ausgestattet hat. Jeder hat andere Gaben, jeder ist anders, vielleicht auch mit unterschiedlich vielen. Das ist durchaus auch denkbar, wenn wir zum Beispiel ins Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden denken. Und es geht jetzt nicht darum, dass jeder das Gleiche kann und das Gleiche macht. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns nach dem allerbesten Beruf oder scheinbar besten Beruf ausstrecken. Für uns Christen stellt sich die Frage, welche Gabe hat mir Gott gegeben in mein Leben? Und was passt zu mir? Was passt zu mir? Was ist Gottes Auftrag, seine Berufung für mich? Und das ist sicher nicht schlecht, wenn man gutes Geld verdient. Das ist auch wichtig, dass wir einen Beruf haben, den wir gerne tun. Sonst wird es mühselig, das ist ja ganz klar. Aber wenn ich weiß, ich bin am richtigen Platz, ich bin da, wo ich hingehöre, ich weiß vielleicht sogar, da hat mich Gott hingestellt, dann ist es auch okay, wenn ich vielleicht nicht so viel verdiene wie mein Nachbar. Dann ist es auch okay, wenn es vielleicht mal keinen Spaß macht oder wenn ich nicht die perfekte Arbeitsbiografie habe. Darum, wenn du noch auf der Suche nach einem Beruf bist, finde raus, was zu dir passt. Überleg dir, welche Gaben hat Gott in mein Leben gegeben. Ja, und mach auf jeden Fall einen Beruf, der dich nicht dauerhaft überfordert oder auch dauerhaft unterfordert. Auch beides schlecht. Ja, man kann sich auch zu niedrig einsortieren. Weil sonst ist es immer so, als ob du mit viel zu großen Schuhen oder viel zu kleinen Schuhen dein ganzes Leben lang rumlaufen musst. Also such dir einen Beruf, der zu dir passt. Und Gott ist fair. Er fordert nichts, was du nicht bringen kannst. Es gibt hier die Stelle, wo Jesus sagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Also wenn dir viel gegeben ist, dann mach was draus und setz es ein zur Ehre Gottes. Und wenn dir vielleicht eher ein kleines Pfund gegeben ist im Leben, dann mach was aus dem kleinen Pfund und setz das ein zur Ehre Gottes. Und das ist wichtig. Arbeitslos. Ja. Also wenn man keine Erwerbsarbeit hat, wenn man arbeitslos ist, dann ist das eine ganz schwierige Situation. Man hat erstens mal weniger Geld. Der Lebensstandard sinkt und das ist besonders dann schwierig, wenn man eine Familie ernähren muss. Als Single geht es dann oft noch. Und was oft noch schwieriger ist, ist, man fühlt sich sinnlos vergessen, irgendwo aussortiert von der normalen Gesellschaft. Man ist plötzlich raus und hat keine Arbeit mehr. Und das ist eine der schlimmsten Lebenskrisen, die man so haben kann, zusammen mit anderen, die ich jetzt nicht aufzähle. Was ist wichtig, wenn du arbeitslos bist? Wichtig ist, dein Herr Jesus liebt dich und du bist sein wertvolles und geliebtes Kind, unabhängig von deiner Arbeit, deiner Leistungsfähigkeit und von dem, was du verdienst. Und das kann dir keiner wegnehmen. Seine Liebe, seine Wertschätzung, sein Ja zu dir, das steht felsenfest. Und das ist das Entscheidende. Paulus sagt hier, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Halt dich, wenn du arbeitslos bist, an Gottes Liebe, an seiner Gnade fest. Ja, und geh mit ihm an seiner Hand durch dieses finstere Tal. Und es ist für manche leider ein längeres Tal, wo wir auch als Gemeinde unsere Geschwister mit durchtragen müssen. Bitte Gott um Hilfe, erinnere ihn an seine Zusagen. Und bleib doch auch in der Gemeinde, zieh dich nicht zurück. Ja, vielleicht aus Scham oder weil die anderen, du kannst es gar nicht anschauen, wie gut es denen geht. Zieh dich nicht zurück. Du brauchst deine Geschwister. Es ist fatal, wenn du in der Krise dich von deinen Glaubensgeschwistern zurückziehst. Wie findest du Arbeit? Ich würde sagen, nimm jede Hilfe an, die du kriegen kannst. Es ist keine Schande, schwach zu sein und Hilfe zu brauchen. Gerade als Christen
wissen wir ja, dass wir ohne Jesus nicht auskommen. Wir wissen, dass wir es nicht immer selber schaffen können. Vielleicht ist es richtig, den Beruf oder die Branche zu wechseln. Nochmal was anders anzufangen. Ist heute leichter als früher. Es kann auch richtig sein, einen finanziellen Verlust oder vielleicht auch einen Prestigeverlust hinzunehmen. Es ist am Ende wichtig, dass du weißt, wo Gott dich hinstellt, wo du hinpasst, nicht so das Prestige. Vielleicht ist auch ein Umzug dran. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man mit Freunden, mit Seelsorgern im Hauskreis im Gespräch bleibt. Und was ist klar, wenn du vielleicht gar nicht mehr arbeiten kannst? Kann ja irgendwie klar werden, ich bin krank, es wird nichts mehr. Oder wenn du in Rente bist, dann mag es ähnliche Gefühle geben. Gut, man hat dann die Rente, das finanzielle Problem ist kleiner. Nur weil du keine Erwerbstätigkeit mehr ausführst, bist du nicht wertlos. Du bist wertvoll für uns als Gemeinde, für Gott vor allem und für die Gesellschaft. Und ich möchte dich herzlich einladen, zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück in Trauer oder Verbitterung oder in Scham, sondern überleg dir, wie du deine kleine Kraft, das eine Pfund, das du jetzt hast vielleicht noch, wie du das einsetzen kannst zur Ehre Gottes, um ihm Ehre zu machen. Und ich habe ein paar Ideen, die ich noch weitergeben möchte. Bring dich ehrenamtlich ein. Bring dich ehrenamtlich ein in unserer Gemeinde, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Wohnort. Ja? Frag Sigi, er hat bestimmt eine Aufgabe für dich. Ja? Werd Ersatzopa. Vielleicht kannst du noch Auto fahren. Eine Riesengabe. Ja? Kauf für andere Leute ein. Mach Kassierer im Verein, mach Wahlhelfer oder irgend sowas. Entscheidend ist, dass du dieses kleine Pfund, das du noch hast, zur Ehre Gottes einsetzt. Und das ist das, was vor Gott wichtig ist. Und als Christ muss es dir nicht langweilig sein. Also nicht im Ruhestand und auch nicht im Altersheim. Ich komme zum Letzten, als Christ am Arbeitsplatz. Am Christ am Arbeitsplatz, da könnten wir jetzt ganz viel sagen, eine eigene Predigt halten. Und ich möchte noch so ein paar Gedanken loswerden. Meine wichtigste Empfehlung zu dem Punkt ist, bleib über die Fragen als Christ am Arbeitsplatz im Gespräch mit den anderen Christen. Wir haben die Gemeinde, wir haben den Hauskreis, wir haben christliche Freunde, wo man sich austauschen kann. Und viele dieser Fragen kann man nur konkret besprechen. Die kann ich hier oben gar nicht alle abklappern, um die es da gehen kann. Und vieles ist auch Abwägung. Vieles ist auch nicht so einfach, ja, so eindeutig. Deswegen red darüber mit anderen Geschwistern. Und ich habe noch so ein paar Dinge, die ich dazu sagen kann, warum wir uns schwerer tun als andere in der Arbeitswelt, weil der Herr Jesus unser Herr ist und nicht der Chef. Und es kann zu Konflikten kommen. Wenn die Firma gerade in so einem modernen Start-up, wenn alles so hip ist, dann kann es schon fast ein wenig ins Religiöse abgleiten. Und das geht mit uns nicht so leicht. Ja? Oder wenn es moralische Fragen gibt, ich hatte mal ernsthafte Fragen, da ging es um den Subventionsbetrug, da wollte ich nicht mitmachen, da kommt man natürlich als Christ an seine Grenzen. Das ist so. Warum wir uns leichter tun als andere? Und da zähle ich jetzt ein paar Dinge auf in Idealform, die man natürlich erst in der Kraft des Heiligen Geistes auch so leben müssen. Ja, für uns ist die Arbeit und die Karriere nicht der Sinn des Lebens. Unser Fundament, auf dem wir stehen, ist außerhalb der Arbeit. Und deswegen macht uns das frei von so einem unguten Karrierestreben. Auch vom Vergleichen mit den anderen. Wir müssen nicht angstbesetzt arbeiten, dass uns wenn die Arbeit weg ist, dass dann alles weg ist. Es ist ja immer noch Jesus da. Ja? Der Chef hat nicht die letzte Macht über uns. Es ist Jesus, der die letzte Macht über uns hat. Und wir können dienen, weil unser Vater der Herr der ganzen Welt ist. Wir wollen unsere Arbeit ordentlich machen, was ich schon gesagt habe, zur Ehre Gottes. Wir können, finde ich auch ganz spannend, mit Fehlern anders umgehen. Mit Fehlern und wenn was schief geht. Ja, erstens mal den Chef auch als sündigen Menschen zu sehen, ja, ihm mit Vergebung und auch den Untergebenen oder den anderen selber Vergebung empfangen und auch gewähren. Ja, lösungsorientiert mit Konflikten umgehen, anstatt schuldorientiert. Wie viel Kraft wird darauf verwendet in der Arbeit, zu überlegen, wer war jetzt da schuld? Was völlig egal ist, es ist ja die Frage, wie machen wir weiter? Und als Christ haben wir durch die Vergebung dann ganz eine wichtige Möglichkeit. Und dann
ist die Arbeit natürlich der Lebensbereich, an dem ganz viele von uns die engste Berührung mit Nichtchristen haben. Das ist klar. Sehr eng. Wir haben den gleichen Chef, wir müssen den gleichen Stress, wir haben die gleiche Kantine und wir haben sehr enge Beziehungen mit Nichtchristen. Wir lernen da viel über die Nichtchristen, was sie denken, wie sie leben, finde ich ganz wichtig, damit man nicht in so einer christlichen Blase bloß noch sind, nur noch Christen kennen. Na, wir kennen da auch Menschen, die anders sind, und dann lernen wir auch, wie die denken, damit wir gesprächsfähig bleiben. Dann gibt uns die Arbeit natürlich eine Möglichkeit, ein Segen zu sein, ja? Gottes Liebe zu leben, Menschen zuzuhören. Ja, vielleicht ein Ansprechpartner, wenn Menschen Sorgen haben, erleben wir ja immer wieder solche Sachen. Und das allerletzte, es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. Ein Zeugnis zu geben von unserem Glauben, von Jesus und von unserer Hoffnung. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und dann können wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht auch Gott bitten, dass er uns hilft, das ein oder andere umzusetzen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für die Gaben, die du in unser Leben hineingelegt hast, ob sie klein sind oder groß. Wir bitten dich für alle von uns, die ihren Platz noch nicht haben oder sich schwer tun mit ihrem, dass du sie gut führst und tröstest und ihnen ihren Platz schenkst. Und wir bitten dich für unsere Arbeit, dass du uns fröhlich arbeiten lässt zu dir zur Ehre. Dass du uns die Kraft dafür gibst und die Motivation. Wir möchten dich bitten für unsere Erwerbstätigkeit und unsere Arbeitskollegen, unsere Chefs, unsere Untergebenen, dass du uns da auch hilfst, dass wir deine Liebe weitergeben können, dass wir in deinem Sinne dir zur Ehre da arbeiten können. Amen. Wir singen jetzt, was wir so fest in Händen halten, und wir sammeln dabei die Kollekte ein, die für unsere Gemeinde bestimmt ist.
Ja, der Gottesdienst neigt sich langsam seinem Ende zu und wie immer habe ich zum Abschluss einige Informationen für euch. Am kommenden Dienstag, wie gewohnt, ab 20 Uhr unsere Online-Gruppen, um 20 Uhr das Online-Gebetstreffen und ab 20.30 Uhr dann die Bibelgruppe. Man kann natürlich auch nur eins von beiden wahrnehmen. Am Freitagabend 19.30 Uhr Bibelkreativ, man trifft sich einfach zum kreativen Austausch. Dann haben wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr hier in der Mühlstraße den Gottesdienst und wir haben eine Taufe. Tara Ströbel wird getauft und dazu gibt es Kindergottesdienste. Und die Predigtreihe wird auch fortgesetzt. Ja, und dann ist auch am Nachmittag ein Treffen von dem Winterspielraum, der ja jetzt zu Ende geht oder schon gegangen ist. Und ja, man möchte einfach das weitertragen, ja, auch, dass es jetzt nicht zu Ende geht, nur weil der Winter zu Ende ist, sondern ist ja was Schönes. Dann haben wir am Freitag, den 22. März, die Mitgliederversammlung. Wer hierzu noch keinen Brief, keine E-Mail bekommen hat und Mitglied ist, bitte beim Siegfried melden. Dann gibt es am 27. März was Interessantes. Vielleicht erinnert ihr euch, das war vor 2 Jahren schon mal. Das ist die Passion. Und das ist die Passion Jesu Christi im neuen Gewand. Eine Live-Übertragung des Musik-Events aus Kassel. Moderator ist Hannes Jenicke. Und wir treffen uns hier und gucken gemeinsam Fernsehen. Dann steht an das Frauenwochenende in Rettenbach. Da wollte die Silke noch was dazu sagen. Ja, ich möchte alle Frauen ganz herzlich einladen zu diesem tollen, ja, Sabbatangebot, sage ich mal, wenn es zum Thema Arbeit jetzt ist. Genau, da ist draußen der Flyer, der sieht so aus. Da kann man auch mal sehen, wie schön die Umgebung da in dem Rettenbach ist. Und das ist immer sehr schön. Also gerade für mich so als Hausfrau und Mama, ich setze mich da an den Tisch und muss nichts vorher tun. Das finde ich immer ganz toll. Darf mich da mitessen und die Gemeinschaft genießen mit den anderen. Es sind 4 verschiedene Gemeinden, die Frauen davon, die da hingehen, die alle in dem Verbund zusammengehören hier. Genau, und einfach eine tolle Möglichkeit. Und deswegen wollte ich Werbung machen dafür. Hast du vollkommen recht. Bestimmt eine tolle Sache. Ja, und dann startet unser Bibelworkshop. Da gibt es auch einen Flyer dazu. Sieht so aus, mehr als ein Buch. Es ist einfach ein neues Format. In einem Jahr durch die ganze Bibel ist das Ziel. Und es gibt zu jedem einzelnen Buch der Bibel gibt's Hintergrundinformationen. Wann ist es geschrieben, von wem, in welchem Kontext, für wen, an wen. Überblick über die wesentlichen Inhalte und Anliegen der Bücher. Und es ist immer 14-tägig, dienstags ab 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Dann steht der Ramadan vor der Tür. Oder er ist schon losgegangen. Ne? 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Haben wir auch eine Broschüre dazu.
Ja, und dann wäre ich durch. Ich sage herzliches Dankeschön für alles das, was ihr gebt, was ihr überwiesen habt, gespendet habt, was ihr ins Körbchen geworfen habt. Vielen Dank für die Arbeit unserer Gemeinde. Und weitere Infos, siehe die Mail oder die Homepage und den Gemeindebrief. So, der Johannes hat sich jetzt wieder anständig angezogen für das Vaterunser. Wir beten noch zusammen das Vaterunser und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr spricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit dir. Amen. Wir setzen uns noch mal hin und hören noch auf das letzte Stück.